damit der Mensch mündig, selbstständig unterscheiden kann, auf die innere Intuition gehen kann, was Wahrheit, was Wirklichkeit, was Nichtwirklichkeit ist, braucht es die Gegenüberstellung von Stimme und Gegenstimme. Erst wenn beides sich ereignet, erst wenn beides an den Menschen herantritt, kann er innerlich auf einen Kurs kommen, den ich als mündigen Kurs einmal bezeichnen würde. Ich spreche von der intuitiven Wahrnehmung. Das ist etwas, das in unserem Bauch drin geschieht, ja, in unserem Herzen drin. Eine intuitive Wahrnehmung, wo man den Eindruck hat, ich höre zwei Meinungen. Bei der einen Meinung hat man so etwas, was uns innerlich hochhebt, was uns innerlich zur Ruhe bringt, was uns innerlich ein inneres Ja gibt, wirkt. Und bei anderen Meinungen, wenn man sie hört, merkt man, da zieht es einem irgendwo die Gedärme zusammen. Irgendwas zieht es einem zusammen. Darf ich mal sehen, kennt das jemand, wovon ich spreche? Dieses, schaut euch mal um, schaut euch mal um. Gut, jetzt möchte ich den ersten Referenten vorstellen. Es ist Dr. Johann Leubner. Er wird heute über Impfgeschichte, Impfhintergründe sprechen. Ihr wisst, wie uns der Vorwurf gemacht wurde, als wir Anita Pettek hier hatten, als, glaube ich, sogar allererste Referentin der allerersten AZK. Da wurde sie von den Medien klein gedrückt, so als eine nicht kompetente Person. Heute haben wir es mit Dr. Johann Leubner zu tun, also jetzt ein Mann vom Fach. Ich stelle ihn kurz vor. Er ist 1944 geboren, Vater von 4 Kindern, verheiratet, hat in Graz studiert, war dann einige Jahre in der Kassenpraxis tätig und da wurde für ihn klar, dass er noch weiter studieren muss. Er hat dann viele Jahre studiert, Homöopathie, auch Kneippmedizin, hat dann 8 Jahre lang für Medizinstudenten und Ärzte an der Universität Graz Seminare gehalten, sie ausgebildet. Und obgleich er dieses Thema nie gesucht hat, über das er heute spricht, ist es heute beinahe seine Hauptaufgabe. Ich möchte Sie jetzt schon mal hochbitten zur Bühne, Herr Dr. Johann Leubner. Er betreibt jetzt Forschung zum Thema Impfen und hält Vorträge über das Thema Impfen. Sein Buch liegt auf dem Büchertisch auf, mitunter Impfen, das Geschäft mit der Unwissenheit. Ich möchte Ihnen danken, dass Sie wirklich heldenhaft in dieser Zeit für dieses Thema einstehen. Herzlich willkommen, Herr Dr. Leubner. Wir als Volk möchten gerne über die Geschichte des Impfens, über allerlei Hintergründe von Ihnen etwas hören. Uns interessiert, wie viel Ärzte über die Impfproblematik, über das Impfen an sich wissen. Uns interessiert, wer bildet die Ärzte aus in Impffragen. Uns interessiert, wie weit haben wir eine Chance, ohne Impfung zurechtzukommen. Gibt es da eine Chance? Sind wir irgendwie ausgestattet? Uns interessiert, brauchen wir die Impfindustrie? So, das sind unsere Dinge, die uns besonders interessieren, aber Sie werden Ihren Vortrag halten, so wie Sie ihn auf dem Herzen haben. Wir hören gespannt zu. Danke. Ich möchte mich für das Vertrauen bedanken, in die Schweiz eingeladen zu werden, und zwar gerade zu AZK. Sie kennen mich ja noch nicht und es ist immer ein Risiko, auch einen Unbekannten sprechen zu lassen. Aber ich habe mich jetzt in dieser kurzen Zeit bereits so wohl gefühlt, dass ich schon ganz sicher bin, dass wir hier gemeinsam etwas sehr viel Gemeinsames haben. Danke, wir haben alles. Wenn Herr Sasek, wenn Sie einverstanden sind, mache ich kurz einen 4-Minuten-Rückblick auf Anita Pettek.
denn sie war eine der ersten, die hier gesprochen haben, und sie ist vor wenigen Monaten gestorben. Ich war eine ihrer engsten Vertrauten und möchte doch diese Gelegenheit benutzen, diese Frau, die ich als mehr oder minder als Kämpferin, als unsere Schwertspitze bezeichnet habe, immer ihr Leben lang, solange ich mit ihr zusammengearbeitet hatte, zu bezeichnen. Und ich glaube, es ist als Einführung ganz gut, wenn man zunächst einmal noch einmal einen kurzen Blick darauf werfen, wer Anita Bettig gewesen ist. Ich möchte mich doch noch einmal ganz kurz vorstellen. Ivo Sasek hat ja schon das Größte abgenommen. Ich komme aus der Weststeiermark. Ich war in der Landpraxis 7 Jahre. Nach wenigen Monaten habe ich feststellen müssen, dass heute die Medizin von Kaufleuten diktiert wird. Täglich schwärmen Legionen von Kaufleuten aus, um den Ärzten zu sagen, was es für Krankheiten gibt und was dagegen zu machen ist. Das nächste war, dass bei einem Arzt täglich durchschnittlich, und das war bei mir in meiner Praxis so, 60 bis 80 Patienten pro Tag durchmarschieren. Ein Freund von mir, der gegenüber meiner Ordination gewohnt hatte, suchte mich auf und sagte mir: Bei dir marschieren täglich Regimenter aus und ein, Regimenter. Da ist mir dann klar geworden, dass ich diese Art der Medizin nicht weiterführen werde, dass ich nicht deswegen Arzt geworden bin, um die Philosophie und die Produkte der Industrie und der Politik zu verteilen. Und habe dann eine gut gehende, praktisch eine sogenannte Praxis Aurea. Das nennt man eine Goldgrube. Ich war in der reichsten Ortschaft von Österreich, Veitscher Magnesit, ein Weltkonzern. Dort ist mir nichts abgegangen. Habe ich dann gemeinsam mit meiner Frau eine gut gehende Praxis aufgegeben, habe mich dann in eine kleine Privatpraxis nach 7 Jahren zurückgezogen und von vorne begonnen. Am Ende dieser Zeit ist es von heute auf morgen plötzlich eine Krankheit aufgetaucht, von der wir nur unter ferner Liefen gehört hatten im Studium, nämlich von der Zeckenhirnhautentzündung und Zeckenhirnerkrankung. Ja? Das hat bis damals keine Rolle gespielt. Diese Krankheit ist plötzlich aufgetaucht, nachdem ein Impfstoff da war.
Und was ist passiert? Eine Gruppe von Sportlern hat mich aufgesucht und bat um diese Impfung, weil diese Sportler als sogenannte Orientierungsläufer, im Wald waren. In den ersten Jahren der FSME, dieser Zeckenhirnentzündung, galten die Zecken als Bewohner des Waldes, weil da drinnen ist es finster. Da drin ist finster, da drin ist Nacht, da drin ist finster. Jahre später sind wir draufgekommen, dass die Zecken vorwiegend auf der Wiese zu treffen sind. Jedenfalls, diese Leute sind zu mir gekommen und baten mich, ihnen diese Impfung zu geben. Das habe ich getan. Damals habe ich mit Impfung noch nicht viel zu tun gehabt. Also schon, ich habe geimpft, meine eigenen Kinder auch. Und einer von diesen erkrankte akut 2 Stunden, nachdem ich diesen Mann geimpft hatte. Die Frau ruft mich an, er kann seinen Kopf nicht bewegen, er hat furchtbare Schmerzen, er hat hohes Fieber. Da wusste ich, es handelt sich um eine Gehirnentzündung. Und er wohnte nur ganz kurz in der Nähe von mir und da habe ich ihn 3 Tage intensiv behandelt und es ist mir gelungen, dass er wieder gesund wurde, ohne dass ich ihn ins Spital schicken musste. Ich war sehr glücklich. Monate später habe ich dann meine kleine Privatpraxis begonnen. Kommt eine Mutter zu mir, ihr Kleiner hat nach dieser FSME-Impfung, nach dieser Zeckenimpfung Neurodermitis bekommen. Viele Menschen kennen das. Furchtbarer Hautausschlag, ein furchtbares Leiden. Später kommt dann eine Mutter, ihr Mädchen hat nach einer Zeckenimpfung Asthma bekommen. Na, habe ich gestaunt. Dann ruft eine Mutter an, sie möchte mit ihrer Tochter zu mir, sie ist Studentin, in Behandlung kommen, denn seit der FSME-Impfung, wenige Tage später, hat sie eine teilweise Lähmung. Na, da versprach ich ihr, voll erfüllt von meinen Erfolgen, sie wird kommen und sie wird wieder gesund werden. Einen Tag, bevor sie hätte kommen sollen, ich hatte da eine Terminpraxis, ruft sie mich an, die Tochter kann nicht kommen, sie ist gestorben. Und nach diesem Ereignis habe ich begonnen, das Thema Impfung von der Geschichte her zu studieren, insbesondere die Mikrobiologie und ein neues Medizinstudium zu beginnen. Dann ist Frau Anita Bettig nach Österreich gekommen und hat uns eingeladen und den Weg geöffnet, dass wir auch EGES Österreich gemeinsam mit meiner Frau gegründet haben, wo wir den Menschen aufklären. Nun, ich habe dann begonnen, Artikel zu verfassen, Vorträge zu halten und es hat nicht lange gedauert, bis ein Impfstoffhersteller, ein sehr prominenter Impfstoffhersteller, bei der Ärztekammer vorstellig wurde und für mich Berufsverbot verlangte und bezeichnete mich in der Anklageschrift als militanten Impfgegner. Ich trage keine Handgranaten, ich trage kein Panzerhemd. Nun, es hat nicht lang gedauert, es waren 3 Jahre ein Disziplinarstrafprozess und ich habe dann nach 3 Jahren bedingtes Berufsverbot erhalten, wenn ich keine Vorträge mehr halte. Ich bin ein Weststeirer und es heißt, ein Weststeirerblut ist kein Himbeersaft. Ich habe weiterhin meine Vorträge gehalten und da ist es diesem Impfstoffhersteller nichts anderes übrig geblieben, sich an die Frau Bundesministerin für Gesundheit direkt zu wenden. Und die hat den Ehrenrat, das ist eine Einrichtung der österreichischen Ärztekammer, die Ärzte prüft, ob sie vertrauenswürdig sind in jede Richtung hin. Vertrauenswürdig in jede Richtung hin. Nicht die Patienten werden befragt, sondern dieser sogenannte Ehrenrat befragt den Arzt. Und die haben mich gefragt, ob ich diese Vorträge weiterhalten werde. Und mir gesagt, ob ich wisse, was mir dann droht. Und ich habe ihnen erklärt, ihr habt das Problem, ich habe das Problem nicht. Ich werde meine Vorträge weiterhalten. Schließlich habe ich dann tatsächlich, wurde ich dann von der Ärztekammer im vorigen Jahr, wurde mir mitgeteilt, dass ich nicht mehr meinen Arztberuf ausüben darf, meinen Ärzteausweis einschicken muss und das Land Steiermark, das ist also die oberste Behörde, hat bestätigt und zwar mit 2 Zitaten, dass ich jetzt meine Approbation verloren habe und nicht mehr ärztlich tätig sein darf. Und zwar,
zitiere nur zwei Zitate. Wir bestätigen das Berufsverbot zum Schutze der Öffentlichkeit und wegen der Gefahr für die Volksgesundheit. Und es steht ihm ja frei, seine Meinung zu äußern. Aber was er nicht darf, er beeinflusst die unwissende Patientenschaft. Soweit meine Vorstellung und jetzt zum Vortrag. Im vergangenen Jahr haben wir gesehen, was eine weltweite Propaganda möglich macht. Und es geht hier bei diesem Vortrag mir um eines, dass wir alle nachdenken beginnen, was erzählen die uns, wer erzählt das, warum erzählen die uns das. Denn jeder von uns ist verpflichtet, sich bilden zu erwerben. Und Glauben, das ist ein ganz intimes Ereignis, das ist mein persönlicher Glaube. Aber was wir wissen müssen, das müssen wir lernen. Mein Buch heißt übrigens Impfen, das Geschäft mit der Unwissenheit, ist dann am Büchertisch. Und jetzt Nummer eins. Es wird uns allen erzählt, bei allen Behörden, Impfen ist die effektivste und die erfolgreichste Einrichtung der modernen Medizin gegen die Krankheit. Mit Impfen wurden Pocken und Polio und ausgerottet und so weiter. Und jetzt erzähle ich Ihnen, was wir nicht wissen. Die Heilkundigen, hier Kneipp und hier Hahnemann, doch sehr bedeutende Menschen deutscher Geschichte, deutscher Sprache, haben nicht geimpft. Das heißt, alle großen Heilkundigen haben nie geimpft. Auch, ich möchte also Dr. Brucker auch zu den Großen erzählen, dieser Zeit hat sich gegen die Impfung ausgesprochen. Und ich möchte auch hier Hildegard von Bingen auch anführen, eine weitere Deutsche, die natürlich nicht geimpft hat. Warum sagen sie? Ja, weil das eine moderne Medizin erst in der modernen Zeit ist, nein, sie irren sich. Die Impfung hat es schon immer gegeben, und zwar in Indien und in China wurden Menschen geimpft. Und zwar, wie hat das funktioniert? Pocken hat es immer gegeben, zu allen Zeiten. Hat es immer gegeben und besonders im 17., 18. bis 19. Jahrhundert hat es bei uns in Europa und in Asien, praktisch also in den zivilisierten Ländern, Pocken immer gegeben. Man hatte den Eindruck, wenn man Pocken überstanden hat, dann gehört man erst zu den Lebenden. Und das war auch so. Das russische Infanterieregiment Litauen hatte nur pockennarbige Männer aufgenommen in ihr Regiment. Also nicht Männer mit schöner Haut, mit zarter, sanfter, glatter Haut, sondern nur echte Männer, die entstellt waren buchstäblich, weil von denen wussten wir, dass wenn die halten das aus, die haben eine gesunde, starke Natur, wenn die Pocken überstanden haben, mit denen, vor denen, da brauchen wir nicht Angst haben um die. Und die indo-osmanischen Sklavenhändler haben ihre Sklaven, das Kinder waren oder Jugendliche, junge Männer, zuerst gegen Pocken geimpft. Man hat ihnen die Haut aufgeritzt und von pockenkranken Menschen, die es immer gegeben hat, die Bläschen entnommen und aufgetropft. Das war das Inokulieren, das Impfen. Die, die es überstanden haben, für die haben sie dann ordentlich Geld bekommen. Und dann war es schließlich Napoleon, der das da unten gesehen hat. Und dem hat das sehr gut gefallen. Und dieser Mann war es, der die Impfpflicht eingeführt hat. Auf ihn ist das ganze Impfpflicht und das Impfwesen zurückzuführen. Der hat das als absoluter Herrscher angeordnet. Da gab es keine gesundheitlichen Überlegungen, sondern das war Hoheitsakt. Er hat auch die allgemeine Wehrpflicht eingeführt. Der hat auch die Hausnummern eingeführt. Warum? Weil er gewusst hatte, in diesen und jenen Straßen und Häusern, Stadtteilen, da gibt es noch Männer, die er zur Rekrutierung gebraucht hat. Er hat zuerst in Frankreich alle Kinder, alle Spitäler dort durchimpfen lassen und schließlich dann seine Soldaten.
Damit Sie wissen, was Impfen ursprünglich war. Das ist ein Schutzbockenimpfungszeugnis aus Österreich aus dem Jahre 1856. Die Geimpften mussten 7 Tage nach der Impfung vor dem Impfarzt erscheinen und es wurde ihnen bestätigt, dass eben der Unterzeichnete mit Schutzbockenimpfstoffe geimpft worden ist und die echten Schutzbocken ordentlich überstanden hat. Das heißt, wenn der es überlebt hat, wenn der gesund war, und das waren unter 180 bis 90, 5 davon sind regelmäßig gestorben und weitere 10 waren regelmäßig verunstaltet, blind, taub, gelähmt, schwerst behindert. Das war das Zeugnis und dann hast du bekommen einen Staatsposten, einen Militärposten. Das war eine Auslese. Schutzbocken, natürlich. Da waren dann einige Jahre, wenn alle geimpft waren, die Kranken waren weg. Und dann konnte man den Menschen erklären, wir sind jetzt geschützt. Das wäre, wie wenn ich heute von den Kranken und Schwachen die ausrotte und dann haben wir lauter Gesunde. Das war die Idee. Napoleon war ja kein Menschenfreund, er war ja kein Wohltäter. Er war ja nicht, dem die Menschenrechte was gegolten haben. Und aus diesem wurde dann die Schutzimpfung aus einer ursprünglichen Auslese, aus einer Musterung. Den Leuten hat man 100 Jahre erklärt, wir treiben die Krankheit von innen nach außen. Erst Paul Ehrlich hat das erklärt, dass wie der Körper Antikörper erzeugt. Das war um die Jahrhundertwende von 1900 herum. Das ist bitte ein Modell, das war eine Theorie, denn er hat noch keinen einzigen Antikörper gesehen. Was heute Antikörper sind, die moderne Molekularbiologie, das ist etwas ganz was anderes. Wir haben x verschiedenste Antikörper und verschiedene Antikörpergruppen. Das war nur eine Spekulation. Und was hat Edward Jenner, weil Sie viele hören, Edward Jenner hat also die Bockenimpfung erfunden und so weiter. Das stimmt gar nicht. Er hat die verhängnisvolle Idee gehabt, Bockenbläschen von Menschen auf Kuhäuter aufzutropfen, auf aufgeritzte Kuhäuter. Und was hat das für einen Vorteil gehabt? Das hat den Vorteil gehabt, dass man schließlich Kuhäuter und die ganze Bauchhaut aufgeritzt hat, dort Bockenflüssigkeit hineingetropft und dann konnte man eimerweise Bockenimpfstoff bekommen dafür. Und damit hat er die Grundlage für die Impfindustrie geschaffen. Das heißt, Napoleon und Jenner haben die Impfindustrie geschaffen. 10 Millionen in Europa mussten geimpft werden. Damit hat er überhaupt den Grundstein zur Impfindustrie und zur Pharmaindustrie gelegt. Sie das mal wissen. Nun, es ist nicht so, dass uns das so klar ist. Die Impfung übersteht nur der Starke, der Schwache übersteht es nicht. Er ist also nicht geschützt, weil er geimpft ist, sondern er ist geschützt, weil er einzig gesünder ist, von Natur, eine gesündere Natur hat. Und viele haben die Impfung nicht überlebt. Das war so arg, außer in der Schweiz. Da hat übrigens im Kanton Bern ein Arzt so lange gekämpft, bis die Impfpflicht in der Schweiz abgeschafft wurde. Das war Ende des 19. Jahrhunderts. Ein Freund von mir hat 4 Kinder. Das jüngste ist ein Mädchen, Maria, war 1 Jahr alt. Sie ist, hat eine Durchfallerkrankung erlitten und war sehr geschwächt und musste dann zum vorgeschriebenen Bockenimpftermin erscheinen beim Amtsarzt. Ursprünglich waren die Impfärzte Militärärzte und eigens dafür bestellte Amtsärzte. Der Vater der kleinen Maria sagt zum Amtsarzt, Herr Doktor, ich weiß nicht, ob es gut ist, wenn wir jetzt die Maria impfen, sie ist ganz schwach momentan, sie hat eine schwere Durchfallerkrankung gerade überstanden. Was hat dir der Amtsarzt erklärt? Das muss sie aushalten. Das muss sie aushalten. Am nächsten Tag, sie hat es nicht ausgehalten, war sie voll Blutflecken über den ganzen Körper und war tot. Und so war es in Österreich. Da haben die Leute gesagt, ja, heuer hat es eine starke Spritze gegeben. Voriges Jahr war nicht so viel passiert. Wir müssen nicht vergessen, es ist nicht so, wie uns erklärt wird, dass durch die Impfung dann bekommen wir im Körper geheimnisvolle Antikörper, die dann die bösen Viren und Bakterien besiegen. Nein, es entsteht immer eine Krankheit durch jede Impfung, eine unnötige Krankheit.
Denn wir haben vom Fremden etwas, wir haben Krankheitsprodukte und in diesen Impfstoffen ist alles mögliche Zeug drinnen. Von Desinfektionsmittel, Antibiotika, Quecksilber bis vor wenigen Jahren, heute ist Aluminiumhydroxid und. Und Reststände von Antibiotika. Das ruft auf jeden Fall eine Krankheit hervor, das dürfen wir nicht vergessen. Diese Bockenimpfung war ein derartiger Erfolg finanziell für die Industrie. Natürlich hat es nicht lange gedauert und neue Impfungen mussten her. Tetanus, die Louis Pasteur Institut, das waren also die großen Mutterland der Impfhersteller, hat nie funktioniert. Tuberkuloseimpfung, BCG-Impfung wurde schließlich erst nach Jahrzehnten endlich verboten, weil wir gesehen haben, dass es mehr anrichtet als nützt. Die Polio, bitte, die Polio ist nicht verschwunden, die Kinderlähmung, weil wir geimpft haben, sondern weil sich die Ernährungsverhältnisse geändert haben. Nach dem Krieg hat es nur ein Nahrungsmittel gegeben vorwiegend, das war Zucker und Weißmehl. Ich selbst bin noch aufgewachsen, ich habe als Bub noch vor Hunger Zucker gegessen. Und so war es in den industrialisierten Städten insbesondere. Da war Fleisch, Milch, Brot, Gemüse, Obst, da ist immer Mangel gewesen. Aber was uns die Zuckerindustrie angeboten hat, süße Getränke, Eis, verschiedenste Zucker und alles diese Dinge, das war im Übermaß da. Und das hat zu einer Störung des Zuckerstoffwechsels geführt und zu einer ständigen Bedrohung Unterzuckerung. Und wenn diese Leute dann körperliche Anstrengungen hatten oder eine fieberhafte Erkrankung, dann ist die Kinderlähmung aufgetreten. Das ist erst verschwunden, seitdem Kühlhäuser und später Kühlschränke und die allgemeine Versorgung wieder gegeben war. Und damit ist die Polio verschwunden. Und später erst seit 40 Jahren beginnt eine richtige Inflation. Eine Inflation von Impfungen. Masern, Keuchhusten, Röteln, Hepatitis, Hib, Mumps, Schafblatt und Zecken und so weiter. Ein Kollege hat mir gesagt, ich habe gar nicht gewusst, dass es so viele gefährliche Krankheiten gibt. Ja? Die Väter der Modelle waren diese drei Leute. Robert Koch, er hat erklärt, ein einziger Bacillus, wenn der in deinen Organismus kommt, vermehrt sich und dann kriegst du ein folgenschwerer Irrtum. Paul Ehrlich, der ist ja von der Firma Höchst, hat er jede Mittel bekommen, alle Unterstützung hat er bekommen. Der war ein Chemiker, ursprünglich auch Militärarzt. Der hat erklärt, wir müssen chemisch zielen lernen. Und Emil von Behring, das war überhaupt der Schlaueste, der hat also das ist Antitoxin gegen Diphtherie und gegen Tetanus entwickelt. Der hat ständig Eingaben gemacht beim Ministerium in Berlin und schließlich auf seine Werke hingewiesen, die rundherum nicht gestimmt haben, die nachvollziehbar waren. Er war sehr klug und hat schließlich den ersten Nobelpreis bekommen der Medizin und hat sich als Retter der Kinder feiern lassen. Er hat ein großes Vermögen angesammelt, hat Riesenländereien gehabt, damit er die Pferde züchten kann, die er für das Diphtherieserum und Toxinserum vertreiben kann. Schließlich war er noch schlauer als alle anderen, er hat sogar die Behring-Werke gegründet. Also der hat es also am besten verstanden, aus der aktuellen Zeit Geld zu machen. Robert Koch hat auch ein enormes Geld von der Regierung in Berlin verlangt. Der Reichskanzler Caprivi hat damals erklärt, mag die Zeit nicht fern liegen, in der die Wissenschaft zumeist als eine Dienerin der Industrie erscheinen wird, noch sind wir nicht so weit. Das war damals vor 1900. Und jetzt gleich, es wird uns erklärt, wir können Krankheiten ausrotten, nicht? Wir haben Krankheiten ausgerottet. Wir können keine Krankheit ausrotten. Wir können nur die Bedingungen, die zur Krankheit führen, ausrotten, die Lebensumstände bessern. Die Pest ist ohne Impfung verschwunden, weil ganz einfach mehr zu essen da war und Sauberkeit. Die Bocken, ausschließlich ein Verdienst der ausreichenden Ernährung und der sauberen Lebensbedingungen. Die Polio habe ich schon erklärt. Wenn die das ernst meinen, WHO und Konsorten, dann würden sie aufklären statt Schrecken verbreiten oder wie wir heute bereits gehört haben, Drohungen aussprechen. Sie sprechen Drohungen aus. Daran kennen wir, wer uns liebt und wer uns ausbeuten will, wer uns bedroht. Diese solchen Bedingungen waren es. 4, 5, 6, 7 Leute in einem Kellerloch, keine Wasserleitung, kein Fließwasser, kein Kühlschrank, keine entsprechende Heizung, keine Kleider, keine Krankenpflege.
Erst das war es. Erst wenn das verschwunden ist, dann sind die Seuchen vergangen. Und dann noch etwas. Sie drohen uns immer mit Ansteckung, nicht? Das ist ein Zauberwort. Und ich kann hier nur ganz kurz etwas erwähnen. Ausführlich habe ich das Thema Ansteckung in meinem Buch behandelt. In einem obersteirischen Dorf aus einer Ortschronik habe ich gelesen, Teilnahmeverbot von Kindern an Begräbnissen. Der Ortsvorsteher hat verfügt, dass Kinder an Begräbnissen, bei denen die Personen an Blattern, Scharlach oder anderen ansteckenden Krankheiten nicht teilnehmen dürfen. Stellen Sie vor, wie tief sitzt der Glaube, der Aberglaube an die Ansteckung. 3 Tage nach dem Tod der Mutter dürfen die Kinder nicht am Begräbnis teilnehmen, weil da vielleicht Viren herauskrabbeln und auf die Straße und auf die Kinder hinaufhüpfen. Nicht? Anders kann ich mir das damals nicht erklären. Die Krankheit ist immer Folge von Mangel oder anderer Schädigung. Die Krankheiten, die wir heute haben, finden wir noch in den armen Ländern, in Asien und in Afrika. Glauben Sie nicht, dass die Pocken ausgestorben sind. Die treten immer wieder auf. Was passiert dann, wenn Ärzte Pocken feststellen? Dann kommen die Experten von CDC, ich weiß nicht, ob Sie wissen, was CDC ist, das ist die amerikanische Seuchenbehörde. Und die stellen dann fest, dass es irgendetwas anderes ist, ein Herpesvirus, ein abgeschwächtes Pockenvirus oder was immer, niemals jedenfalls das echte Pockenvirus. Denn das echte Pockenvirus, erzählen Sie uns, haben Sie in 2 Hochsicherheitslabor festgehalten. Eines in Novosibirsk in Russland und das andere in Atlanta in den Vereinigten Staaten. Dort sitzt das Virus fest. Ja, so haben Sie erklärt, Sie so viel. Ausschließlich Ernährung, Sauberkeit, Wohnung und Kleidung. Wenn wir da genug haben, dann sind wir gesund. Das ist der Grund. Und die Schädigung, Vergiftung, Verletzungen, Hitze, Kälte und seelisches Leid, Aussichtslosigkeit, Resignation. Das ist also. Dort kommen die Krankheiten her und nirgendwo sonst. Was uns wird uns aber erzählt? Die Krankheiten, die bringen unsere Feinde, das sind die Bakterien. Und das sind die Viren und vor wenigen Jahren wegen BSE auch Prionen, wobei kein Mensch weiß, was das sein soll. Und dann gibt es die Krankheitserfinder heute. H5N1, Bürzflu, nicht die Vogelgrippe. Blauzungenkrankheit, ich will da nicht näher jetzt drauf eingehen. Das ist ausschließlich eine Mangelkrankheit, wenn die Tiere falsch gefüttert und falsch gehalten werden. Schon Anita Bettek und ich, der sich sehr damit auseinandergesetzt hat, sind überzeugt, dass die sogenannte Blauzungenkrankheit nichts anderes ist als die Maul- und Klauenseuche. Es sind nichts anderes als die Veränderungen am Maul und an den Klauen. Dort tritt diese Krankheit auf. Aber da haben Sie noch, vermute ich, ich bin auch einer, der rot sieht. Ich bin gerne einer, der rot sieht. Vermutlich haben Sie noch, weil die Maul- und Klauenseuche-Impfung verboten wurde, noch Massen von Impfstoffen und das brauchen wir nur umzunennen. Denn Sie müssen wissen, die Virologen haben ein Monopol auf die Impfstoffhersteller. Das sind dieselben Leute. Der größte Teil der Virologen sitzen in der Impfstoffindustrie und die haben die Elektronenmikroskope und die Einrichtungen, die wir nicht haben. Wir können das gar nicht kontrollieren. Und sie stellen die Diagnose in einem Referenzlabor. Das heißt, wenn wir viel Geld auftreiben und ein eigenes Labor herstellen würden und Virus nachweisen und wir kämen auf etwas anderes, sagen die, das zählt nicht. Wir haben unser eigenes Referenzlabor, auf das wir uns berufen. H1N1 ist dann herausgekommen und diese Geschichte brauche ich, glaube ich, nicht besonders aufzuwärmen. Die haben Sie ohnehin von Herrn Dolzin im vorigen Jahr gehört. Ein weiterer Krankheitserfinder ist eben ein österreichischer Impfstoffhersteller, der inzwischen auch den Amerikanern gehört. Die haben aus einer Krankheit, die ursprünglich eine reine Folge von Sonnenstich ist und insgesamt praktisch deswegen im zentraleuropäischen Raum aufgetreten ist. Die hat ursprünglich zentraleuropäische Enzephalitis geheißen. 1950 wurde plötzlich behauptet, Zecken seien die. Und das sind mit Virus infizierte Zecken seien das. Und aus diesem CEE wurde dann schließlich eine FSME, eine Frühsommer-Meningoenzephalitis. Das ist auch richtig, die tritt im Frühsommer und im Sommer auf, nachdem wir unbedacht so lange oft in der Sonne sind und einen Sonnenstich uns holen. Nichts anderes ist die Krankheit und kein Arzt kann eine FSME feststellen. Er kann nur eine Hirnhautentzündung feststellen.
Feststellen kann es nur das Viruslabor. Das kann nur das Viruslabor. Und jetzt heißt die Krankheit TBE, Tick-Bohrenenzephalitis, das heißt durch Zecken. Man verdient mit Erfolg, wie bei Vogelgrippe, Schweinegrippe, Zecken. Denn vor Tieren hat der Mensch Abscheu. Denken Sie an die Vogelgrippe, nicht? Also eine Henne, haben Sie schon mal eine Henne von hinten gesehen? Nicht? Abscheulich, grauslich, viele Hühner, Schweinegrippe, und schließlich jetzt auch die Zecken. Die Zecken deswegen, weil die Zecken Blutsauger sind. Davor hat der Mensch von Natur aus eine archaische Angst. Die Zecken, so ähnlich wie der Finanzbeamte. Ne? Das müssen wir lernen. Und wenn ich Lehrer werde, würde ich meinen Schülern nichts anderes beibringen, Monat für Monat. Heute habt ihr in der Zeitung gelesen. Wer hat das geschrieben? Was will der damit sagen? Ist das zu glauben? Wir müssen es so machen wie dieser Hund. Schauen Sie bitte genau hin. Noch einmal zurück, weil er tut es nur einmal. Ich muss ihn von Neuem immer dazu auffordern. Schauen Sie bitte genau hin. Lass die Ohren hängen wie wir alle. Ne? Hören wir Radio, hören wir Fernsehen, im Internet haben sie gesagt. Das ist, was wir lernen müssen. Und jetzt das Propaganda-Instrument schlechthin. Das Virus. Alles ist Virus, das müssen Sie wissen. Der römische Arzt vor 2000 Jahren, Aulus Publius Celsus, der hat praktisch alles das, was wir nicht wussten, ganz einfach als Krankheitsursache Virus genannt, weil Virus ist das Gift. In der Römerzeit sind die Leute, er hat drei Todesursachen gegeben. Das meiste war das Schwert der Feinde, durch das Schwert umgekommen. Das zweite war das Gift der Stiefmutter oder der Nebenbuhlerin. Das hat man eindeutig als Vergiftung sofort erkannt. Und alles andere war Virus, ein Gift. Und das ist hinaufgegangen bis heute. Pestvirus, obwohl wir heute wissen, das ist ein Bakterium, Pastorella pestis oder Malaria, ist kein Virus, sondern ein Plasmodium. Oder Pocken, man hat also mehrere Male immer gemeint, man hat es gefunden. Man hatte, auch heute ist es so, dass wir zu jeder Krankheit, die neu auftaucht, ein neues Virus haben. Und vermischen diese Begriffe sogar. 1937 hat der bedeutende Hygieniker aus Rostock, Universität Rostock, Kollat, noch geschrieben in seinem Lehrbuch, das unsichtbare Virus, Virus insibile, das unsichtbare Virus. Erst seit 1940 steht uns mit dem Elektronenmikroskop ein Diagnostikum zur Verfügung, mit dem wir Zellelemente, die wir Virus nennen, die aber ganz etwas anderes sind. Denn dieses Virus, was wir heute finden, das erzeugt der Körper selbst. Man spricht deswegen auch von endogenen Viren und ist verantwortlich für die immunologischen Programme, damit wir Fieber bekommen, damit wir Schweißausbrüche bekommen. Das ist nichts anderes und hilft Bakterien aufbauen. Und das ist die Propagandawaffe. Dieses Virus, eine Vorstellung, die einem Dämon gleichkommt, fliegt durch die Lüfte, eine Kugel mit spitzen Pfeilen und so weiter, das unsere Schleimhäute schädigt, so wird uns erklärt. Und so steht es dann auch in den Medien. Es ist manchmal harmlos, so wie es im vergangenen Sommer. Na bitte, wenn die Virologen eine Grippe im Sommer ausrufen, nicht? Im Hochsommer rufen die eine Grippe aus, natürlich war es harmlos. Grippe ist immer eine Erkältungskrankheit und nichts anderes, die einen Höhepunkt Ende Jänner bis Mitte Februar hat. Das ist seit Tausenden von Jahren und wird sich auch nicht ändern, egal wie wir die Grippe benennen. Es kann mutieren, wird uns erklären, es kann also sich verändern. Bitte, ein Virus ändert sich ständig, das liegt in der Natur des Virus, wie der Hase, der läuft. Denn das Virus hat die Aufgabe, sich an die Umgebung anzupassen. Aber dann wird aggressiv, nicht? Es hat schon 400 Menschen getötet, lesen wir in den Medien, nicht? Oder ein Schreckgespenst, es ist aus einem Labor entkommen, Also irgendwie ist es dem Virus gelungen zu entkommen und jetzt, ja, schauen Sie wieder weiter. Aus einem Lehrbuch, bitte lesen Sie das durch, aus einem Lehrbuch 1971 für Ärzte, Lehrbuch der Kinderheilkunde, lesen Sie das bitte durch. Das Virus fliegt nämlich, lesen Sie das bitte durch.
So werden unsere Ärzte ausgebildet. Das lernen sie. Ich habe unlängst einen Medizinstudenten gefragt, kurz bevor seiner Promotion, kurz bevor er fertig wurde, was ist ein Virus? Also Virus ist ein Krankheitserreger. Das lernt er bitte. Er weiß von Impfung weniger als wir, die da hier sind, weil wir uns mit den Impfen beschäftigen. Der hat gar keine Zeit, leider. In 7 Jahren Medizinstudium haben wir einmal zwei Stunden einen Nachmittag gehabt für Ärzte, wo wir die Technik des Impfen gelernt haben. Aber sonst wissen wir Ärzte genauso wenig wie jeder andere. Und es ist etwas heute passiert, das erstmalig ist in der Geschichte. Es werden Diagnosen gestellt, BSE, Vogelgrippe, Schweinegrippe, die kein Arzt feststellen kann. Das heißt, wir brauchen keinen Arzt mehr, um eine Krankheit festzustellen. Wir brauchen nicht mal einen Patienten, denn wir brauchen nur ein Blut von ihm und in einem fernen, sogenannten Referenzlabor wird getestet. Und wenn dieser Test positiv ergibt, dann haben wir diese Krankheit. Dieser Test allerdings, der von den Virusforschern und Virologen und Impfstoffherstellern selbst konstruiert wird. Das heißt, ob der Mensch schwächlich ist, stark ist, sein Umfeld, hat er sich erkältet, wie hat er gelebt, das brauchen wir alles nicht mehr. Und damit haben wir heute ein unglaubliches neues Machtinstrument in der Hand. Wir können Krankheiten ausrufen, Gesetze ausrufen, Epidemien ausrufen, sanitätsbehördliche Verordnungen anordnen. Aufgrund eines Laborbefunds, ohne Arzt, ohne Patient. Das ist ganz neu, die Diagnose aus dem Labor. Schauen Sie noch einmal, das ist aus einer Ärztezeitung, die wir Ärzte bekommen. Offiziellen Ärztezeitung. Eine Propagandaseite, da sind Propagandaseiten drinnen, damit die Ärzte Fortbildung bekommen. Ja? Bevor die Grippe bei Ihnen landet, ja, diesen Eindruck bekomme, die Grippe fliegt herum auf dem Globus, sehen Sie, fliegt herum um Argentinien und dann nach Moskau und von Moskau nach Kanada und von Kanada auf die Balearen und Balearen dann wieder nach Europa und vielleicht sogar mal über Bären fliegt. Und dann fliegt sie herum. Der Herr, Grippeimpfung jetzt. Die nächste Influenza kommt bestimmt. Schützen Sie sich und Ihre Familie. Und was passiert? Zwischen Opi und Enkel fliegen die Viren hin und her, nicht? Meistens haben die Viren Namen aus den armen Ländern, nicht? Aus Hongkong und Taiwan und aus den armen Ländern. Nicht? In Österreich, wenn es Ende Jänner ist, dann kommt noch einmal das Moskau-Virus dazu. Haben Sie aber schon, oder ein Westnilfieber, ein ägyptisches Virus, nicht ein indisches Virus. Haben Sie schon mal gehört, erlaube mir das in der Schweiz zu sagen, von einem Zürich-Virus? Haben Sie noch nie, das kann ich mir nicht vorstellen. Oder haben Sie schon einmal gehört von einem Manhattan-Virus oder Wall Street-Virus? Haben wir nichts. Und ganz unten, die Grippe fliegt von Mensch zu Mensch. Ja. So werden wir hinter das Licht geführt. So werden wir hinters Licht geführt. Hier lesen Sie noch einmal durch, was Oswald Spengler zur Propaganda am Beginn dieses Jahrhunderts in seinem Buch Der Untergang des Abendlandes geschrieben hat. Bitte lesen Sie das durch. Drei Wochen Pressearbeit und alle Welt hat die Wahrheit erkannt. Bitte, die Grippe ist nichts anderes als eine Folge von Unterkühlung. Influenza di freddo, nicht? Ursprünglich hat man gemeint die Sterne, aber da müssen wir drauf kommen, es ist unter dem Einfluss der Kälte. Es ist eine reine Erkältungskrankheit und hat auch nichts mit Ansteckung zu tun. Wenn unsere Kinder krank werden wollen oder wenn wir selber die Grippe haben wollen, brauchen wir uns nur körperlich überanstrengen am Abend, dann lange in der Badewanne liegen, lang heiß duschen. Und dann auskühlen, weil wir am Abend kühlen wir aus. Und dann kriegen wir am nächsten Tag eines dieser x Möglichkeiten der Grippe, von Schnupfen bis Halskratzen, bis Gliederschmerzen, bis Husten, bis Lungenentzündung, bis Gelenkschmerzen, alles was es gibt. Früher hat man gesagt Kopfgrippe, Sommergrippe, Bauchgrippe. Heute haben sie nur mehr noch die Virusgrippe. Und vergessen Sie nicht, diese Impfstoffhersteller kassieren zweimal. Zuerst einmal für den Test. Ja, dann steht er bei der Impfstoffentwicklung und dann für den Grippeimpfstoff.
Und jetzt kurz zum Bakterium, weil uns erzählt wird, die Bakterien sind unsere Feinde. Das wird uns rund um die Uhr eingebläut. Schauen Sie diesen eitrigen Finger an. Hier war ein Fremdkörper drinnen und eine Quetschung und jetzt ist da etwas drinnen. Was macht hier der Körper? Er erzeugt Eiterbakterien, weiße Blutkörperchen, erzeugt einen Eiterherd, der bricht dann auf oder wird vom Chirurgen geöffnet und dann fließt der Eiter und der Fremdkörper ab. Der Organismus, das Immunsystem hat nichts anderes zu tun, als das, was nicht in uns hineingehört, abzustoßen, auszuscheiden. Und aus diesem Grunde erzeugt der Körper diese Bakterien, die entstehen in jeder Zelle. Der Organismus hat 10-mal mehr Bakterien als Körperzellen. Und in jeder Zelle liegt die Anlage. Und je nach Region und je nach Schädigung treten diese oder jene Bakterien auf. Und wenn dieser Eiter abgeflossen ist, dann geht er nicht in den Herzmuskel und frisst den Herzmuskel und in die Niere und ins Gehirn, sondern dann werden die zurückgebildet vom Immunsystem. Das ist ein Wunder, unser Organismus. Das sichtbare Virus, was wir heute, habe ich nicht schon gesagt, sehen wir aus dem Elektronenmikroskop und die ist ein Informationsträger, der Programme auslöst, Fieber auslöst. Denn die Krankheit ist ebenso ein Heilvorgang. Unser Organismus ist so gebaut, so geplant, dass wir nach Schädigungen reagieren, mit Fieber, Schüttelfrost. Fieber, was ist Fieber? Erhöhte Energie, hohe Temperatur, Andrang von Blut, damit das, was geschädigt wurde, abgebaut werden kann, was krank ist, verbrannt buchstäblich im übertragenen Sinne werden kann. Sauerstoffatmung, Entgiftung, das alles passiert im Fieber. Und wenn der Körper diese Aufgabe erledigt hat, geht das Fieber zurück. Der Husten ist auch nichts anderes als, heißt ja Stoßen. Infolge unserer Erkältung, die Lunge ist unser Wärmeaustauscher. Sie ist bei jedem Erwachsenen, ist die 400 Quadratmeter groß, wenn wir sie auf einer Fläche auslegen. Also so groß wie dieser Saal wahrscheinlich. Und wenn es eine Erkältung gibt durch Unterkühlung, durch Durchnässung, dann werden so und so viele Lungenzellen gestört, werden krank, sterben ab und dann muss der Körper das abstoßen. Darum husten wir ab. Husten heißt stoßen und Keuchhusten heißt besonders stoßen. Jede Entzündung muss zur Heilung führen. Wenn wir eine Verletzung haben, dann tut es weh, es wird geschwollen. Und nach einigen Wochen haben wir eine Narbe und wenn es ganz gut geht, verschwindet die Narbe. Das heißt, jeder Entzündung ist eine Schädigung vorausgegangen. Unterkühlung, Vergiftung, mechanisches Trauma und all diese Dinge. Die Entzündung ist bereits der Heilvorgang. Heilen heißt ja ganz machen. Holos heißt ganz. Nicht? Die westfälischen Bauern sagen zu mir immer im Winter, Herr Doktor, aufpassen! Heute ist es heil auf der Straße, heil, weil es so glatt ist, wie die geheilte Haut. Auch das Weinen ist ein Heilvorgang. Ihr verehrter Freund, von dem sie alles erwartet hat, hat sich um eine andere gekümmert. Und die Welt ist jetzt trüb und traurig und es beginnt zu weinen. Dass die Tränen geflossen sind, ist ihr Auge schon wieder klar. Na, vielleicht ist er doch nicht so gut. Ich werde mir einen besseren finden. Die Tränenflüssigkeit enthalten Salz, rinnt in den Mund hinein, schlucken Salz, nur da haben wir schon wieder Lebenskraft. Und was tun wir beim Weinen? Vor allem, wir schluchzen. Oder in Deutschland sagen sie, glaube ich, heulen. Sie hat geheult, sie hat stundenlang geheult. Ja? Oder ein kleines Kind fällt, will dem Papa zeigen, dass sie schon laufen kann. Sie kann schon laufen, sagt sie, und kann es aber noch nicht so richtig und fällt hin, ja, stürzt. Der Länge nach aufplattelt, also hingeplattelt hat sie. Ja? Und dann gibt es das große Weinen und die Mama nimmt ihr Kleines und hebt es auf und sie weint und schluchzt und endlich schlaft sie ein und dann schlaft sie 10 Sekunden, noch ein Seufzer und nach 40 Sekunden, glauben sie schlaft schon, noch ein Seufzer und dann schlaft sie endlich. Das heißt, also, alle diese Dinge sind Heilvorgänge. Tetanus, selbst der Wundstachkrampf. In der Schweiz hat es im Vergleich zu Deutschland und Frankreich immer nur ganz geringe Tetanusfälle, tödliche gegeben, weil hier kein Erster und Zweiter Weltkrieg war. Auch hat es immer gegeben, denn bis 1950 hat es auch in der Schweiz viele, viele Leute gegeben, die an der Armutsgrenze gelebt haben. Heute finden wir nur mehr
aus der Geschichte der Zeit der Kriege im hohen Alter und bei Zuckerkrankheit und bei den armen Ländern die Neugeborenen. Die sterben doch täglich 1000. Warum sterben die? Weil die in die Hungerazidose hineinkommen. Aus Hunger können sie ihren Stoffwechsel nicht aktivieren, der für die Heilung der Nabelschnurwunde notwendig ist. Wenn wir gesund sind, tritt eine Verletzung auf, dann erzeugt der Körper Eiterbakterien, sauerstoffreiche. Wenn wir aber hungern, wie es im Krieg war, Unterversorgung oder wie es bei den armen Ländern ist, dann kann der Körper gar keine Eiterbakterien erzeugen, der muss nämlich sauerstofflose Bakterien, die sogenannten anaeroben Bakterien erzeugen. Darum haben die Leute früher schon gewusst, wenn eine Blunde stark wutet, gibt es keine Wundstarrkrampf. Das haben die Chirurgen schon immer gewusst. Das heißt nicht Wunden, die stark bluten, sondern Menschen, die stark bluten. Wenn die vor dem Sterben sind, vor Aushungerung gar keinen Blutkreislauf mehr haben, dann versucht der Körper durch den Wundstarrkrampf, den Zerfall der anaeroben Bakterien entsteht, Tetanolysin, Tetanusplasmin, und das führt zu diesem Krampf, damit der Körper noch in diesem Zustand Blut hinschickt zur Wundregion, um das Kranke, um das Abgestorbene, um das Gift auszulösen. Natürlich kann es auch von der Erde kommen, aber entscheidend ist, dass das der Körper selber kann, denn wir wissen, es gibt auch nicht offene Wunden, wo man auch Wundstarrkrampf bekommt. Es hat mit dem gar nichts zu tun, sondern dass der Körper nicht die Fähigkeit besitzt. Es gibt nur zwei Krankheiten in Wirklichkeit. Wenn wir so viele, gegen heute so viele Krankheiten impfen, meinen wir, es gibt so viele Krankheiten. Das sind die Krankheitserfinder, H1, N1 und. Das sind die Krankheitserfinder. Aus der Praxis eines Arztes, der 40 Jahre Medizin betreibt, kann ich nur sagen, es gibt nur zwei Krankheiten, leichte und schwere. Wenn wir, wie wir normal leben in der Schweiz, in Österreich und Deutschland, verlaufen diese Krankheiten, gegen die wir heute impfen, völlig harmlos. Ein, zwei Tage Fieber, Husten, und das geht wieder vorbei, weil wir haben Krankenpflege, wir haben eine warme Wohnung, eine saubere Wohnung, wir können die Bettwäsche wechseln und. Das hat es früher nicht gegeben. Und schwere Krankheiten. Schwer verlaufen alle diese Krankheiten dort, wo diese Zustände herrschen, wie Seuchenbedingungen. Schwere Lebensbedingungen, Dreck, Hunger, Kälte, keine Versorgung. Der bedeutendste Pathologe des Beginn des 20. Jahrhunderts, Wilhelm Osler, hat ja auch erklärt, sogar große Autorität, es interessiert ihn nicht, wie die Krankheit heißt, sondern wer der Kranke ist. Ja? Und dann bedenken Sie, heute haben wir aktuelle Seuchen. Fettsucht der Kinder, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber bei uns in Österreich ist jede vierte bis fünfte Kind ist fettsüchtig. 12-Jährige mit 60 Kilo, 14-Jährige Schüler mit 80 Kilo. Diese Kinder sind 20 Jahre später bereits schwer krank. Depressionen, Selbstmord unter Kindern, Mütter wenden sich an mich, bitte, mein Sohn will mich umbringen, er will sich umbringen, das haben wir nie vorher gehört. Eine unglaubliche Welle der Medikalisierung, Medikamente nehmen Ritalin, Tranquilizer, kriegen unsere Schulkinder, Schmerzmittel, Kopf, Antibiotika, Missbrauch und. Da schauen wir zu, dann Allergien, Asthma, Hautausschläge, Heuschnupfen, schwere Formen, das kennt jede Lehrerin kennt das in der Schulklasse, das haben wir nicht gehabt. Und das Schlimmste ist der Diabetes, der Zuckerkrankheit, der schwere, der Typ 1 Diabetes mellitus. Kinder zwischen 2 und 4 Jahren in Österreich erkrankt jedes Monat ein Kind an Wundstarrkrampf, nicht an Wundstarrkrampf, an Zuckerkrankheit. Und die sind 20 Jahre später blind oder schon tot. Gegen diese Seuchen, da gibt es keinen Aufruf der Behörde, Ärzte sind besorgt, Sanitätsbehörden schlagen Alarm. Wo schlagen sie Alarm? Haben Sie da gehört, dass die Alarm schlagen? Aber wenn Mumps die Impfung aus ist, dann schlagen sie Alarm. Es hat immer in der Geschichte der Menschheit ganz gewaltige Impfgegner gegeben. Große Denker, Immanuel Kant, der hat davor gewarnt, dass wir von einem anderen dürfen wir nichts in unseren Körper einbringen. Das hat er auch durch seine große Denkkraft, hat er das schon erkannt, dass das ein Irrtum ist. Und schon gar nicht von Tieren. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass heute etliche Impfstoffe von menschlichen Embryonen, von abgetriebenen Embryonen Impfstoffe hergestellt werden. Für den Polio-Impfstoff hat man x Embryonen genommen, die man zerstückelt hat und einen Nährboden gezüchtet hat. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Dann war Albert Russell Wallace, ein Zeitgenosse und Korrespondent von Charles Darwin, der hat schon erkannt,
dass das Impfen ein Vergehen, ein Eingriff, ein unerlaubter Eingriff in die Persönlichkeitsrechte sind. Niemand hat ein Recht, ihnen eine Krankheit einzuimpfen. Keiner hat ein Recht, unsere Kinder krank zu impfen, nur mit der fantastischen Idee, damit es besser geschützt ist. Bitte, das ist eine Verletzung des Menschenrechts, da müssen wir uns wehren. Das geht zurück auf Napoleon, der hat sich nicht drum gekümmert. Und wenn Sie als Mutter gerade ein krankes Kind haben, dann stellen Sie sich vor das Kind hin und sagen, Herr Doktor, das wird nicht geimpft und fertig sind wir. Bernard Shaw, ein glühender, überzeugter Sozialist, er hat mit den Proleten, mit den Armen gelebt und hat das Impfen bekämpft und hat gesehen die Widersprüche, die Lügen der Impfindustrie. Schließlich Sebastian Kneipp, was hat er gesagt? Zuerst lassen sie dich nicht in Ruhe, dann wirst du geimpft und dann bist du ein Krüppel, bist ein Gelähmter, bist ein Hirngeschädigter. Und dann lassen sie dich in Ruhe und dann kümmert sich keiner mehr um dich. Durch einen Widerspruch. Wir lassen unsere Kinder Cola trinken, Pommes frites essen, stundenlang Fernsehen lesen, alles. Aber gegen Rödelimpfung und gegen Schalt, da sind wir plötzlich besorgt und müssen die Impflücken schließen. Mahatma Gandhi, kennt jeder von uns, der gewaltlose Widerstand. Er hat das auch gesehen in Indien, was die Besatzung, englische Besatzung in Indien angerichtet hat. Und er hat von der Impfung kurz Folgendes gesagt, ein schmutziges Geschäft. Lorenz Böhler, ich weiß nicht, ob der in der Schweiz bekannt ist, aber ist einer der größten Ärzte der Geschichte. Er ist jener Unfallchirurg, nachdem in Wien die Lorenz Böhler Krankenhaus benannt wurde. Er war jener Unfallchirurg, der als Erster erkannt hat, dass der Knochen heilt. Bis zu seiner Zeit, das war noch im Beginn des 20. Jahrhunderts, musste ein gebrochenes Bein 1,5 Jahre in Gips bleiben, damit sie ja zusammenheilt, weil die Menschen hatten keine Vertrauen zum Verständnis, kein Verständnis für die Heilvorgänge. Und er war der, warum sie heute einen Gips nur für wenige Wochen tragen müssen. Er hat auf seiner Station, auf seinem Spital, keine Tetanusimpfung durchführen lassen. Er, der es gewusst hat, ein großer Denker, der es gewusst hat, Lorenz Böhler, Unfallchirurg, also der hat von der Tetanusimpfung sehr wenig gehalten. Schauen Sie, ich bin schon bald am Ende. Ich habe halte jetzt natürlich seit 10 Jahren diese Vorträge, und da ist mir unlängst ein Zuhörer aufgestanden und hat mir die Frage gestellt, ja Herr Doktor, Sie haben das jetzt historisch, molekularbiologisch, alles richtig bewiesen. Aber ist das Sache mit der Impfung nicht letztlich doch eine Frage der Einstellung zum Leben? Ist das nicht doch eine Frage der Einstellung zum Leben? Oder überhaupt zum Leben an sich? Ja, das ist es. Das ist es letztlich viel mehr. Es ist es viel mehr. Ist dieses Leben ein Zufall? Ist das einfach zufällig, dass jeder von uns ein anderer ist und nur einmalig ist und dass wir uns heute getroffen haben? Sind die 11 Kinder des Ivo Sasek alles Zufälle? Oder ist das einfach ein Nichts? Ist einfach alles zum Nichts und zum Verderben und zur Vernichtung gedacht? Sind die Viren und Bakterien, die sie uns einreden, einfach dazu da, um uns auszurotten? Warum haben sie uns am Leben lassen, die Viren und Bakterien? Warum haben sie uns nicht am ersten Tag aufgefressen gleichzeitig? Warum haben sie das nicht getan? Es gibt 2 amerikanische Forscher, Essex und Kankel, lesen Sie mein Buch, die sagen, ja, die Viren haben das deswegen nicht getan, wissen Sie warum nicht? Damit sie ihre Nachkommen auch noch was zum Fressen haben. Anita Bettig hat in ihren Vorträgen öfters erklärt, ja, wir Menschen, wir müssen die Schöpfung neu machen. Wir müssen es nachbessern. Ne? Sie hat gemeint, braucht man nicht nachbessern. Wenn ein liebender Gott mit einem Plan, der einen Plan mit uns hat, und zwar mit einem jeden von uns, einen Plan mit uns hat,
Wenn es einen lieben Gott gibt, dann sehen wir die Sache bereits anders. Krankheiten, die zur Heilung kommen, unseren Verstand einsetzen, mit dem jeder von uns ausgestattet ist und den uns Gott geschenkt hat, weil wir ihm Gott ähnlich sind, seine Kinder sind. Und jetzt die zwei letzten Bilder und dann erlöse ich sie bereits. Schauen Sie, Krankheit und Gesundheit ist vor allem eine Frage des Milieus. Was braucht so ein Kinderl? Was? Das ist ein Frühgeborenes. Was braucht so ein Kinderl? Die Mama. So ein Kind kennt die Mama schon, wenn es noch nicht zur Welt gekommen ist, kennt schon die Stimme, hat sich schon in die Stimme der Mama gewöhnt. Kennt schon ihren Herzschlag, ihren weichen Herzschlag. Das ist, was sie brauchen. Und es gibt Leute, die wollen heute die Mütter abschaffen. Die können wir jemand anders geben. Nicht? Kinderkrippe, sofort, so schnell wie möglich weg. Eine unglaubliche Eigenzerstörung. Was ist eine Mama? Eine Mama ist eine unglaubliche Erfindung. Ich sagte, Herr Gott, das Größte, was er geschaffen hat, ist eine Mama. Was tun die Impfkonzerne? Sie überlegen sich, ab wann wir diese Kleinen impfen können. Was können wir ihnen im zweiten Monat und im sechsten Monat und im zehnten Monat und im zwölften Monat hineinspritzen? Die Alpenländer gehen nicht so gerne hin. In Amerika wird jede Impfung einzeln und die machen das alles schön brav. Wir würden uns ja wehren und wir werden auch in Zukunft und ab jetzt umso mehr wehren. Denn, schauen Sie das an, so hat uns der Schöpfer geschaffen. Wenn wir auf die Welt kommen, sind wir mit allen Heileinrichtungen ausgestattet für diese Welt. Der Mensch ist ja geschaffen für diese Welt, die Pflanze, die Tiere, das Land. Das hat ja den Sinn dieser Schöpfung. Und wenn wir uns bei der Geburt, wenn wir die Kinder verletzen bei der Geburt, Bluterguss, dann kommt eine Blutstockung und das verblutet nicht. Verletzt sich das Schlüsselbein bei der Geburt, im gleichen Augenblick beginnen die Heilvorgänge, es beginnt Faserbildung, Schonhaltung und es beginnt die Kallusbildung und nach mehreren Wochen ist das Schlüsselbein wieder dort, wo es hingehört und wieder zusammengewachsen. Deswegen, weil wir so ausgestattet sind und zum Leben berufen sind und was weiterzubringen und jeder in seinem Beruf was zusammenzubringen, deswegen sind wir geschaffen, einmalig geschaffen. Und wenn wir das bedenken, dann können wir uns wieder hinaustrauen und nicht vor Viren und Bakterien und auch nicht vor diesen Propagandasprüchen bedrohen und Angst machen lassen. Denn er sättigt alles, was da lebt, mit Wohlgefallen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen herzlichen Dank, Dr. Leumer. Wunderbar. Wunderbar. Das war jetzt ein Fachmann, ja? Kann man nicht sagen, ein Laie hat gesprochen. Jetzt können sich nur noch Fachleute streiten. Ich sage einfach, was mein Herz berührt. Ich wurde jetzt zwar gerade ermahnt, dass ich zu sehr Stellung beziehe. Ich bin leider so, ich bin ein Missionar, ich kann es nicht leugnen. Mein Herz hat einfach hochgeführt. Ich empfinde, wenn man die Dinge, die dieser Mann erzählt, wenn man die zurückhält, macht man sich schuldig. Ich habe den Eindruck, Sie sind ein Held, Sie sind ein Lebensretter. Und das möchte ich, dass hier mal so gefeiert wird. Ja. Vielen Dank, dass Sie da waren.